Eigentlich hätte man meinen können, es passiert irgendwas. Also vielleicht in dem Raum hier unten. Aber ich bezweifle es. Verblichene engvitanische Runen. Diese Gravuren, bleibt weg. Ja, es gab so etwas wie Experimente. Hm. Okay. Wir haben übrigens jetzt auch endlich Kannas Quest. Wo ist es denn? Es fehlen einer Mutter, sein altes Ich, abtrünnige Ritter. Fragmenta ist zertrümmerten Glaubens. Wo ist es denn? Der Schmied. Das Rad der Zeit. Es stellte sich heraus, dass die Tafel, nach der Kanna suchte, schon vor langer Zeit zerstört wurde. Aber wir können nämlich herausfinden, von wem oder was. Kanna scheint diese Offenbarung schwer getroffen zu haben. Ich habe versucht, sie zu ermutigen. Egal welche Antworten wir finden werden, sie scheinen noch vor uns zu liegen. Jo. Was sagt das Tagebuch eigentlich so von Visionen? Nein. Da nichts Neues. Und hier. Ich zeigte Duritz. Kanna fand die Tafel, musste aber feststellen, dass sie vor langer Zeit zerstört worden war. Das müsste das einzig Neue sein. Hm. Haben wir eigentlich für irgendeinen Nebencharm bis jetzt ein gutes Ende in seiner Nebenquest? Außer vielleicht für Alof, der sich langsam mit Iselmir versteht. Ich meine, Edda weiß, dass sein Bruder für weit weg gekämpft hat. Er weiß nicht warum, er hat es aufgegeben. Kanna hat jetzt die Tafel nehmen wir mal richtig Reihenfolge. Durenz hat herausgefunden, dass Magrad ihn verraten hat und töten wollte. Kanna hat herausgefunden, dass die Steintafel, die er sucht, zertrümmert wurde. Sargani hat ja, ich höre Leute hier rumlatschen. Sargani hat ihren Bekannten, den sie gesucht hat, gefunden, nur herauszufinden, dass er ein Hirsch war, der getötet wurde. Palegina ist nach Zwillingsräumen gegangen. Wir wissen nicht, ob sie da jetzt die richtige Entscheidung getroffen hat. Trauernde Mutter, um die konnten wir uns noch gar nicht kümmern. Oh, Fallen. Dietrich, Schwierigkeitsgrad 9. Bräuchten wir einen Dietrich für? Stopp. Oh. Das ist jetzt nicht so toll. Schade, der löst die Falle nicht aus. Jetzt müssen wir irgendwie an dieser Falle vorbeikommen. Du rennst. Okay. An der Falle haben wir es schon mal vorbei geschafft. So. Eyes open. Gut. Ich weiß nämlich nicht, was für eine garstige Falle das ist.
Okay, hier können wir nur einfach hier lang gehen. Hier sieht alles wieder ein bisschen mehr ruinenartig aus. Ach nö, Vampire. Wenn es nur ein Vampir ist, dann ist es mir egal. Töte den Vampir bitte, danke. Alles andere ist nur halb so schlimm. Skelettschurke. Ein Darkul. Der Darkul da hinten, der nervt ein bisschen. Machen wir ihn mal weg. So. Was ist mit Fenderis los? Naja. Und hier ist sogar was versteckt. Schneekappe. Sehr schön. Ich habe aber so irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich in die eine Tür da oben. Oh, hier ist es aber groß diesmal. Das heißt, hier könnte auch irgendwo mal wieder Gang nach oben versteckt sein. Wenn wir den finden, nutzen wir ihn. Oh, Adrakäfer. Let's go! Adrakäfer, die sehen immer so aus, als ob sie den Gang nach oben bewachen ein bisschen. Oh, viele Adrakäfer. Komm, wir holen uns mal etwas Unterstützung von Adrakäfern. So, zwei Adrakäfer helfen uns mal kurzzeitig. Haben uns kurzzeitig geholfen. Mach erstmal den da platt. So. Und dann den da noch. Und den noch. Weil die Gegner heilt sich am besten mal selber. Und Durels heilt sie am besten auch mal. Die ist nämlich am meisten angeschlagen. Von den Frontkämpfern. Das klang jetzt irgendwie etwas unentspannt. Hallo, ich hätte eigentlich gerne einen Weg hier durch gefunden. Gemeinheit. Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Weg durch und nach oben. Ah, hier sieht Palegida wenigstens wieder okay aus. So schleichen wir mal da lang weiter. Wobei ich habe immer noch so das dumpfe Gefühl, dass ich in den Raum hier nur von dort aus reinkomme. Skelettschurke. Noch mehr Skelettschurken. Skelettschurken sind harmlos. Let's go. Ich habe mir vorhin nur Sorgen um den einen Vampir gemacht, aber... Der Rest ist relativ harmlos hier gerade. Noch. Da waren die Fäulen eins weiter oben irgendwie herausfordernder. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Sure. Keep it quiet. Wer weiß, wie lange es dauert, bis noch wieder was Schlimmes auf uns zukommt. Dank der starken Erholung.
Erholungstränke benutze ich eigentlich so gut wie die. Wow, Fall. Agrim versucht die mal zu entschärfen. Falle entschärft, Schwierigkeitsgrad 9. Okay, hier sind die Fallen schon ziemlich stark. Schwierigkeitsgrad 8. Skelett. Oder ich habe doch Glück und komme hier durch. Finished. Gehen wir erstmal hier unten lang. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Hier scheinen wieder irgendwelche Gefängnisgruben zu sein, was garstig ist. Oh, hallo Vampir. Okay, hat die Hauptkompanie gelähmt und jetzt übernimmt er irgendwen von uns. Wen hat er übernommen? Kada, das ist nicht so toll. Kettenblitz den mal am besten. Okay, dann doch mal irgendwas anderes Böses auf ihn. So, und jetzt tötet ihn. So, jetzt macht den Rest tot, bitte. Den Rest dürftet ihr ja leicht tot kriegen, hoffe ich mal. Jo. Genau. Sind die ohne die Vampire wäre das hier wirklich viel, viel einfacher. Mhm. Nice and quiet. So, was haben wir hier? Ein bisschen Geld. Und ja, das hier wäre wirklich das. Andere Gebiet. Okay. How may I help? Hallo, versucht ihr nur zu unterbrechen. Ja. Haben wir vielleicht Frostexplosion? Ja, froste den mal. Okay, das hat gerade noch so geklappt. Bitte alle auf den Vampir und du switcht mal wieder auf deine Armbrust. Dann darf Duritz mal was Böses machen auf dem Vampir, und zwar der Säule. Okay, das hat jetzt einfach mal irgendwo ins Nirgendwo getroffen. Okay, wir haben Alof zurück. Alof, mach mal was. Ne, keine Frostexplosion, das ist macht zu viel Aua bei uns selber. Das hat gut gesessen. So. Und steck den gegen das Stilett weg, bitte. Schwer verletzter Dagul. Und den Rest, den kriegen wir auch noch so hin. Wow, was war das von hinten gerade eben für ein Effekt? So. Wieder jede Menge Gefäßfleisch. Und eine Vampirrobe. So, die Tür brauchen wir nicht unbedingt öffnen. So,
Da ist der Vampir. Okay. Dem geben wir gleich wieder dicke Breitseite. Okay, er hat es aber schon geschafft, die... Achso, das ist Brennenschaden. Okay, das ist dann egal. Bisschen brennen ist nicht schlimm. Da stehst du eigentlich relativ gut. Da kann ich dich nämlich brennen.